So, guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei der Kurzinfo von Dublin. Wir sind gerade unterwegs hier in der Schweiz und ja, ich nehme natürlich die Stunde der Wahl, also wirklich gerade wahr, weil ich habe hier Menschen neben mir, die einfach wirklich Gas geben in diesem Unternehmen. Mein Name ist Stefan Ohrstädtl, bin 44 Jahre jung oder alt, wie Sie das gerne möchten. Bin bei Dublin gestartet aus klaren Gründen, die vielleicht die einen oder anderen kennenlernen. Und ich möchte meinem Sparringpartner hier nebendran gleich das Wort übergeben, einfach mal, damit er sich selber vorstellen kann. Und dann habe ich zwei, drei Fragen an ihn. Also, ich bin Reto Müller. Ich habe auch kürzlich bei Dublin gestartet. Sind voll dran jetzt mit der Welschen Schweiz am Aufbauen. Ich bin 31 und freue mich da mit voll Power die französische Schweiz zu lancieren. Reto, wenn ich das so sagen darf, bei dir geht ja gerade einiges. Und zwar nicht nur vertriebstechnisch, in der Liebe, überall. Ich meine, du als Schmetterlinge, ich glaube, heute habe ich dich kennengelernt, wieder aus einer ganz anderen Seite. Du bist ins Meeting gekommen und irgendwie, du bist auf der Siegerstraße. Warum Dublin? Weil Dublin ist die Zukunft. Die Zukunft im Vertrieb. Das ist das einzige Sinnvolle heutzutage, weil heute der Vertrieb online ist die Zukunft, ist die Zukunft. Und wird immer wie mehr kommen. Es gibt so Phasen im Leben, da kommt einem alles zu. Hast du das schon mal erlebt? Ja. Kann es sein, dass du das gerade überall erlebst? Genau. So. Es gibt Menschen, die haben einfach das gewisse Etwas, dass plötzlich der Tag kommt, nach jahrelanger vielleicht Arbeit oder was auch immer, und plötzlich geht überall alles auf und das hat ja einen Grund. Was denkst du, warum du plötzlich überall diese Gewinnerstraße eingehst? Es ist sicher auch eine Einstellungssache, oder? Offen zu sein und es auf sich zukommen zu lassen und irgendwann kommt es halt einfach, oder? Okay. Wenn man das mal erlebt, dann ist es sehr schwer, das abzustellen. Nur so als Information. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Verlierer werden so generiert, dass sie das nie zulassen. Und du hast in einem Wort eigentlich das Richtige gesagt. Man sollte einfach offen sein. Und dann passieren plötzlich Sachen im Leben, wo man einfach sagen muss, hey, das wollte ich ja im Grunde Dinge schon immer. Das kann finanziell sein, geschäftlich, das kann in der Liebe sein, da hat es dich auch Schwarzechs erwischt und das mag ich dir von Herzen gönnen. Die Situation ist einfach die, dass man im Beruflichen natürlich klar fokussiert das Ganze durchziehen muss, genauso wie im Privatleben. Und ich glaube, was kannst du durch die Erfahrung, die du jetzt gerade machst, und zwar wöchentlich so, was kannst du anderen Leuten weitergeben? Sag einfach mal, was würdest du anderen Leuten empfehlen, vielleicht Dublin anzuschauen, also deine Freundin ja nicht mehr, aber die Dublin, vielleicht die Firma, was würdest du empfehlen? Ja, einfach, wie ich gesagt habe vorher, einfach offen sein, offen durchs Leben gehen, immer freundlich zu den Leuten sein. Ich hatte gerade letztens einen guten Kontakt in einem Restaurant, wo die Kellnerin mir gesagt hat, ich bin zwei Tage hintereinander ins gleiche Bistro gegangen und sie hat mir gesagt, ja, das ist schön, wenn man jemanden sieht, der immer fröhlich unterwegs ist und ja, es macht einfach Freude und so generiert man Kontakte und Kontakte letztendlich, wo interessant sind und wo es auch uns im Geschäft natürlich auch weiterbringt. Reto, ich beobachte dich ja seit schon fast Monaten jetzt und die Zusammenarbeit mit dir ist sehr angenehm. Das muss man sagen, du bist immer offen, du bist hilfsbereit, du bist, ja, du hast ein Lachen drauf, du hast eine Gewinnerart. Ich möchte den Leuten da draußen einfach eine Empfehlung geben. Wer das Gefühl hat, mit so einem sympathischen, charismatischen Menschen zusammenzuarbeiten, ihn persönlich auch mal kennenzulernen, Frauen können es vergessen, das ist vorbei das Thema. Aber wenn Sie Karriere machen wollen, dann nehmen Sie doch mit dem Reto einfach mal Kontakt auf. Ich kann Ihnen eines sagen, es ist sehr inspirierend. Vor allem, er weiß auch, was im Network Marketing zu tun ist, weil er auch, ich kenne ein bisschen seine Strukturen und er hat dann wirklich auch das Feeling, wirklich auch die richtigen Leute zum richtigen Ort hinzubringen.
dementsprechend dann auch die Freiheit zu geben, sich zu entwickeln. Das ist auch wichtig im Network Marketing. Also da hast du schon, du bist ein bisschen ein Maulwurf für die richtig guten Rüben. Und das ist auch eine Begabung, die man haben muss im Network Marketing, die Geduld zu haben, mit dem richtigen Menschen zusammen zu sprechen. Und diese Begabung hast du. Und du kannst, glaube ich, auch zwei Sprachen, Bilag. Genau. Und ich würde es vielleicht nutzen, von deiner Seite her auf Französisch etwas rüberzugeben an die Menschen, die sich bei dir gleich melden können. Und damit dein Team so richtig Bilag vermischt wird in andere Länder. Was sind aber, bevor du vielleicht in Französisch gehst, was sind noch so deine Ziele bei Dubli? Was muss sein? Wo arbeitest du hin? Was sind so deine Deadlines? Privat ist klar, aber geschäftlich jetzt? Also geschäftlich ganz klar, eine klare, strukturierte Struktur aufzubauen, eine stabile Struktur, wo wir auch, mir ist wichtig, gut zu unterstützen, dass es auch stabil aufgebaut wird und sicher bis Ende Jahr mal den Sales Director drin zu haben und das richtig gut aufzubauen. Super. Du hast jetzt gerade Sales Director angesprochen und so. Also das ist auch so etwas, wo ich sage, das traue ich dir einfach zu, aus einer Selbstverständlichkeit, weil du einfach diese Steps durchgehst. Das ist mir klar. Was hast du auf Französisch den Leuten vielleicht noch so weiterzugeben? Alors, on est là, on arrive à plein fouet. Dubli arrive dans la Suisse romande. On va starter nos events, live events, lundi prochain, le 18 août, à Givisier, au restaurant chez Thomas. Vous aurez aussi le lien encore où vous pouvez vous annoncer. On est vraiment en train de lancer ça. Il y a un énorme potentiel. Comme bien sûr, il y a la Suisse romande, mais bien sûr aussi du côté après de la France. La France a un immense marché aussi, où tout est ouvert. Et puis, on est les pionniers là avec Dubli. Et c'est vraiment une super chance qu'on a pour monter tout ça. Ich kann nur dazu einfach sagen, danke, dass du im Team bist. Ich freue mich vor allem mit dir zusammen zu arbeiten, mit deinen Leuten. Du hast sicher auch bemerkt, Dubli zieht ganz andere Menschen an. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass die Menschen einfach auch einen Hafen haben, wo eben Menschen drin sind und nicht irgendwelche speziellen Leute, sondern ich glaube auch, dieses Unternehmen Dubli zieht wirklich Menschen an, die wirklich auch das Herz am richtigen Ort haben. Und das ist doch auch die Basis, um ein gesundes, auch erfreutes Business in Zukunft zu haben. Und ich glaube, in 2-3 Jahren, wenn wir uns beim Grillen treffen, werden wir Menschen treffen, die einfach im richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort dabei gewesen sind und gestartet sind. Und das werden wahrscheinlich ganz gute Leute sein. Das sieht man schon an den Meetings. Mit dir natürlich am Start, weiß ich schon, wird das passieren. Und lass uns einfach in Zukunft die Feste so feiern, wie sie sind, auf die Zusammenarbeit. Und danke auch für deine Freundschaft. Danke, Reto. Stefan. Danke.